1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Hearthstone mit dem guten Utterboom. Und dem besten Squall aller Zeiten. Ja, besser als denn je. Und wir spielen heute mal wieder eine Runde Hearthstone und zwar den neuen Tavern Brawl. Utter, willst du den neuen Tavern Brawl erklären? Also, alle Minions bekommen Spot und Ansturm. Und ja, egal was du spielst mit Minion, außer die Minions, die durch einen Call dazugerufen werden. Wie zum Beispiel bei der Spinne, wenn die stirbt, die beiden 1-1 bekommen keinen Spot und keinen Ansturm. Ja, oder genauso bei bei Zauberkarten, die kriegen auch keinen Spot und Ansturm. Also es ist wirklich, es ist ideal, ihr habt es vielleicht schon bei der Folge auf meinem Kanal gesehen, es ist ideal für Agro-Decks. Und so ein lustiges Deck habe ich mir jetzt halt mal gebastelt. Ich habe ja in meiner Folge habe ich ganz schön aufs Maul gekriegt von einem Ding. Wie heißt der nochmal hier? Fällt der Name gerade gar nicht ein. Zack, da mal. So. Deine Folge heute noch nicht gesehen. Ja, richtig. Das ist auch gut, dass du meine Folge nicht gesehen hast. Die Folge heute. Was ist eigentlich meine Folge heute? Heute war irgendwie. Ranked hattest du. Ja, richtig, ranked. Wo du in der zweiten Runde richtig perfekt spekuliert hattest. Ja, das war richtig lucky, ey. Und das ist gut, dass du den hast und dass der. Oh, da kriegt der Taunt. Boah, da hast du echt was ausgedacht, ey. Das ist echt gut. Ja, so habe ich mein Schurkendeck auch gebaut. Nur mit Minions, die halt. Also mit den Eiern ist auf jeden Fall sehr geil, weil du musst angreifen. Das heißt, ich krieg in 2 Einser oder 4 Vierer. Ah. Aber. Also, du hast. Also, wie ihr jetzt seht, hat er jetzt keinen Ansturm und keinen Spott. Das ist das Erste. Und das zweite Mal habe ich keine Lust auf den. Achso, dann sag doch mal Tschüss zu ihm. Ja, tschüss. Das Problem ist nur, dass ich jetzt halt richtig dick mir Dinge reingeklatscht habe. Ah, das war es. Ja, gut. Das war klar, dass jetzt irgendwie sowas kommt. Och man, warum hat er? Das fand ich nicht cool. Ja, nächste Runde. Einmal Schaden schluck ich noch. Und die nächste Karte, die ich ausspiele, wird lustig. So lange hau ich dir noch ein bisschen ins Gesicht, okay? Ja. So, jetzt mal gucken, was jetzt kommt. Okay, der Coin für 5 haut er. Danke. Wow, nice. Der ist natürlich echt awesome, muss man schon sagen. Aber du hast ja eh was, um das zu vernichten, also von daher. Muss ich glücklich machen? Jo, ich war glücklich. Okay, das war halt echt ein Lucky Punch jetzt, also. Ja, dankeschön. Wir haben irgendwas vergessen, ne? Und was? Ach ja, genau, Greetings. Ich muss sagen, ich finde, der Schamane ist, glaube ich, der freundlichste von den ganzen Charakteren, die es gibt. Weil der sagt erstens mal Greetings, Friends, und wenn du aufgibst, sagt er auch irgendwas Freundliches. Ich finde den Schamane, er ist ein sehr sympathischer Kerl. Oh, guck mal, was ich da für eine schöne Karte habe. Ich hab Angst. Ja, leck mich doch am Popo. Nein. Also ich glaube, die Runde hast du gewonnen. Ja, ich muss auch sagen, der Schamane ist absolut OP. Okay. Ich muss einfach, ich kann immer nur kontern. Ach komm, echt jetzt noch ein Schaf. Ja. Ich komme irgendwie nicht, also ich habe auch keine vernünftigen Minions mehr. Ah, ich muss jetzt halt auch mal anfangen, hier die herauszuspielen. Die haben zwar leider keinen Charge, aber sie sind relativ cool trotzdem. Ja. Aber wenn er jetzt einen Flamestrike hat, dann ist halt mein Board hinüber. Das muss man halt auch ganz klar mal sehen. Ein Secret. Oh, ein Secret. Ach nee, nicht der Kleine. Aber das Gute ist, du kannst mit dem nicht direkt angreifen, weil sonst stirbt er direkt. Ah doch, du kannst angreifen. No! Don't do this! Warum soll ich nicht mit ihm angreifen können? Ey, das ist ja das Problem, dass du mit ihm angreifen kannst. Oh, jetzt habe ich die Combo für dich, pass mal auf. Ich spiele so. Das ist ja noch kein Problem, der ist auf jeden Fall mal weg. Dann spiele ich den hier raus. Ich hoffe, du hast Mirror Entity da. Ne, hast du leider nicht. Ich hoffe, es ist ein Vaporize, oder? Ja, es ist ein Vaporize. Ich kann dich aber nicht töten, also. Ja, aber nächste Runde, ich habe nichts zum Heilen drin. Guck mal, wie gut der ist, hey. Die Windfury-Viecher. Guck mal, der kostet 1 Mana. Hat Taunt und Windfury. Das ist absolut OP des Todes. Vielleicht zieh ich noch irgendwas. Ja, jetzt! Jetzt! Ja, komm, dann do it. Nee, die Karte gerade jetzt sogar.
Na, die. Ja, was bringt die dir? Nichts. Nee, die meine ich jetzt nicht, aber die ich gezogen habe. Ja, du wirst noch einen Zug überleben, wenn ich jetzt nicht irgendwas was Gutes ziehe. Oh, okay. Ja. Lass mich einen Zug noch überleben, du wirst sehen, was ich meine. Aber Atta, ich habe gewonnen eigentlich da. Ja, komm. Ist okay. Ich habe noch auf der Hand... ist okay, komm, spiel es raus. Den habe ich gerade gezogen. Dann den. Oh, jetzt kannst du mich töten. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder eine Karte ziehen, um dich zu töten. Oh! Rat mal, wen ich gerade gezogen habe. Erzähl mal. Ja, ich zeig's dir, guck mal. Das ist ein ganz cooler Bro von mir. Ja. Hat er nicht mal gesagt, World Plate. Ich hab gezogen und Lower Tap auf Hand gehabt. Ja, okay, gut. Aber ich muss halt sagen, wenn du da sehr, sehr aggressiv spielst in diesem Modus, dann ist das schon ganz geil. Willst du ein Replay? Ja, Logo. Also ein Rematch, Replay ist ja nochmal was anderes. So, dann gucken wir mal. Also das Deck ist mal so schnell auf die Stelle zusammengestellt. Also ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, aber nicht ausgereift. Ich hatte anfangs kaum Monster drin. Ich habe das Deck auch gerade eben kurz mal so vor der Aufnahme zusammengestellt. Aber es ist halt trotzdem, ich muss sagen, ich habe halt immer so ein bisschen so dieses Bild vor dem Kopf, wie ich spielen muss. Aber deswegen ist es halt schon relativ geil, weil das Deck, was ich, also die Hand, die ich jetzt schon alleine wieder habe, ist echt awesome. Awesome! Aber die Kombo mit den Eiern ist auf jeden Fall schon mal geil in dem Spielmodus, weil du kriegst immer wieder ein neues Minion aufs Board. Auf jeden Fall. Auch wenn es kein Charge und kein Spot hat, bringt in dem Moment vielleicht nicht so viel. Tunnel Truck. Und was coint er? Ach, leck mich am Fuß. Nee, lass mal. Ja? Jetzt ist halt wichtig, die Frage ist halt jetzt, was wirst du jetzt töten? Beides. Kannst du nicht. Kann ich. Kannst du nicht. Kann ich. Ich glaube, du kannst es nicht. Jetzt erst recht, wenn ich richtig die Karte ziehe. Aber die hast du nicht gezogen. Nee. Siehst du? Da hätte ich Dings, ich hätte die mit dem 1 auf alle Feinde verteilen, dann ja. Ja. Oh, come on! Warum? Weil ich es kann. Also das Deck mit der Idee, wenn ich hatte, muss ich auf Akku spielen. Da hätte ich mehrere kleinere Minions reinnehmen müssen, das weiß ich selbst. Ja. Ich habe halt jetzt die Problematik, dass ich halt jetzt in diesem Zug absolut nicht spielen konnte, weil ich so viel für Ding rausgehauen habe. Für die Combo gerade, dass das halt einfach für mich nicht möglich war. Aber dafür habe ich den hier. Ah, der ist nice. Did he bring some fish? Und also ich habe wieder Glück, dass du wieder Spot hast. Wenn du den Spot hast, brauchst du den Schaden nicht zu sorgen. Warum? Du kannst ja trotzdem auf meinen anderen Spot gehen. Ja, klar. Das ist halt der Vorteil von dir hier. Also, das muss man schon ganz klar sagen. Ja, du machst natürlich das Board clear. Ja, darf ich nicht? Nee, finde ich nicht cool und so. Ja, ich kann doch öfter das Board clear machen. Also nicht clear, aber minimieren von dir. Ich hasse das Vieh. Mo-Face. Meinst du, das hat dir was gebracht? Jo. Ich nicht. Du hast ein Silence. Ah, okay, du hast das Schaf. Verdammt! Ja gut, damit ist der Death Rattle halt hinüber. Das ist schon klar. Na, damn it. Eine Karte und sonst ausgespielt. Du kannst bei dem nochmal machen. Auf jeden Fall beim Schaf. Ja, Leute, aber wir haben auch mal so eine andere Sache. Wir haben natürlich unsere Challenges, die wir hier euch anbieten. Da könnt ihr natürlich jederzeit wieder mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine geile Idee habt, was wir für euch für eine geile Challenge spielen können. Eine geile Challenge auch noch. Nein, ich hab Enter gedrückt. Warum? Weil du es kannst. Ach, shitty Mac Schitzen, ey. Ach, come on, das gibt's nicht. Da war ich ein bisschen zu... Gonshi hat zum Beispiel uns eine Challenge gegeben gehabt, mit einem Schrottdeck. Oder wir haben uns selber schon eine Challenge gegeben. Also ihr könnt auch sehr kreativ sein. Aber ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr so allgemein für Kartenspiele sind. Ihr meint, Hasso ist schon geil. Aber wir haben noch andere Kartenspiele. Es gibt ja auch Free Games zum Beispiel, die wir mal testen können für euch.
natürlich auch noch, das will ich jetzt nicht haben, oder? Nee. Das ist sehr schön, dass du das wegmachst. Ach nö, echt jetzt? Nur ein bisschen Akku gehen. Ja, und es gibt ja Magic, was ihr noch machen könnt für euch. Haben wir auch was geplant. Mit Luxor unter anderem. Mit Bladic. Mit, ich glaube, Pedamos war es, wenn ich mich nicht irre. Oder Doskios, einer von den beiden. Also, dass wir Magic Duels gegeneinander spielen. Oder miteinander spielen und so weiter. Also, es gibt auch viele Games, die ja natürlich auch free sind. Wollt ihr eins mal, dass wir mal antesten euch? Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr einen Vorschlag habt. Ja, das hätte ich auch mal gesagt hier. Ah ja, klar, hau noch mehr Secrets raus. I'm fine with that. Hab ich mir gedenkt. Jetzt mal gucken, jetzt. Was tippst du denn, was hab ich da liegen? Das ist ein Counter-Spell. Entschuldigung, jetzt muss ich mich mal kurz räuspern. Du hast ein Counter-Spell und du hast ein Counter-Spell auf jeden Fall liegen. Ein Vapora. Ne, du hast ein Mirror Entity und ein. Und ein. Ne, Mirror Entity ist es ja schon gar nicht mehr. Ja, Counterspell und Vaporize. Und dann lasse ich mir lieber den hier vaporizen. Und tschüss. Weißt du nämlich warum? Das ist okay, das ist vollkommen okay für mich. Weil ich dir nämlich jetzt sowas von harten Damage machen werde, Atta. Meinst du? Das meine ich nicht nur, das weiß ich. Ach, leck mich doch am Fuß. 16 ins Gesicht. Jop. Ah, ist das schön. Ich mag, muss schon sagen, ich mag den schon mal ein bisschen. Es ist leider jetzt nur in der Challenge so, dass man da so hart aggro gehen kann, aber mein Gott. Ich find's nice. Es macht Spaß. Ja, vor allen Dingen, eigentlich ist es auch ganz cool, das Totem zu spielen. Weil man da schön schnell vorankommt. Au. Ja. Nochmal 8. Na, ich habe halt alles ausgespielt, was ich hatte, und das war's eigentlich jetzt auch. Ja, du ziehst ja jetzt nochmal 2. Jetzt hast du die Chance, Alter. Komm, die Chance. Leg was Schönes aufs Board. Okay, ist eine Rubin Egg, würde ich nicht mehr retten. Und das sicherlich auch nicht mehr. Ah, doch, wenn's. Nein! Oh, Gott sei Dank. Wenn's jetzt. Och, nee. Ja, gut. Also, jetzt kann ich dich nicht killen. Hast du Minion auf der Hand, dann hast du gewonnen. Ja, wenn ich einen ziehe. Ha! Tja, Adda. Aber jetzt gucken wir mal, was ich hier Schönes noch auf der Hand hätte. Ich mach so. Ist ja ganz okay noch. Mach ich so. Mach ich so. Ja, hol noch Tote raus. Ja, mach ich doch. Dann mach ich erstmal hier. Oh, brav. Zack. Damage. 9. Zack. Ja. Es sah anfangs besser aus, aber zum Ende des Games habe ich halt nichts mehr auf Hand gehabt. War aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Runde, und dann hätte ich mal gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt was Wunderschönes in die Kommentare, wie zum Beispiel Challenges, und vergesst natürlich nicht beim Adder vorbeizugucken, wie der gespielt hat und alles, und lasst natürlich ein Abo da, Leute, ein Abo ist immer cool und so, you know? Richtig. Adder, abschließende Worte. Ja, was kann man sagen? Ja, lasst auf jeden Fall auch mal scrollen, Däumchen da, schreibt was denn das rein, und natürlich abonnieren nicht vergessen. Ist kostenlos und schmerzfrei. Naja, obwohl da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das schmerzfrei ist, so wie wir spielen. Ach, ist doch. Ne, wir quatschen zwar viel Driss zwischendurch, aber das muss sein, als wenn man sich so gegenseitig anschweigt. Das gibt ja Let's wohl. Player, die machen eher so nur das Spiel zeigen und nicht zu reden, finde ich mal ein bisschen langweilig, wenn nur der Ton zu sehen ist. Oder zu hören ist. Ja, ich finde immer geil, dass wir beide immer ein Gesprächsthema haben und eigentlich super miteinander schnattern können. Auf jeden Fall. Das Schnattern aber jetzt nicht falsch verstehen. Ja, gut. Soll es auch gewesen sein, ihr seht ja keine aktiven Bilder mehr. Das war's von uns erstmal für diese Woche. Tavern Brawl mit Scroll. Und dem Adderboom. Ciao, ciao. Tschüss.